Ja, liebe Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt schon wieder Neuigkeiten für die Software im Tesla. Und zwar haben wir jetzt die 2024.26.8 bekommen. Vorher gab es die Version 7. Beide Versionen zusammen arbeiten dort einige Rückrufe ab. Es gibt insgesamt drei. Ja, ob es alles offizielle Rückrufe sind, weiß ich nicht, aber drei Problemfelder, die mit diesen beiden Updates erledigt werden sollen. Das ist zum einen Autopilot-Verbesserung allgemein. Dann das Problem, dass wenn einige Seitenkameras nicht vernünftig sauber sind, nicht hundertprozentig klar zur Verfügung stehen, dass in dem Fall dann Autopilot komplett nicht aktiviert werden kann. Ja, und die dritte ist die automatische Notbremsung. Da gibt es auch wohl irgendwelche Probleme, beziehungsweise es gibt einige neue Szenarien, die dort mit berücksichtigt werden sollen mit dieser Software. Und somit haben wir halt unsere drei wichtigen Änderungen in Verbindung, wie gesagt, mit 2024, 26, 7 und Punkt 8. Ich habe jetzt die 8 bekommen und die installiere ich jetzt. Und das schauen wir uns gleich mal kurz an. Und dann gibt es übrigens noch interessante News zum Tesla Model Y, Projektname Juniper. Dort sind einige Neuigkeiten aus China bekannt geworden. Und das können wir uns dann nochmal am Computer anschauen. Das sind chinesische Seiten, die dann automatisch übersetzt wurden. Naja, also textuell ist das vielleicht nicht ganz hundertprozentig sauber, aber man bekommt einige neue Informationen und die schauen wir uns gleich mal an. Ja, hier bekommt man das nochmal bestätigt, dass die Softwareversion 2024.26.8 eben halt auch den Autopiloten nochmal aktualisiert, obwohl das für die Version 7 so angekündigt war. Ja, ihr seht hier, 2024.26.8 wird hier gerade heruntergeladen. Ich gehe da mal von aus, dass es relativ schnell geht. Der grüne Streifen ist auch schon ganz durch. Ich kann hier mal auf die Versionshinweise klicken schon mal. Und dort steht Verbesserung der automatischen Notbremsung. Oder Verbesserungen der automatischen, grammatikalischer Fehler, Notbremsung. Die Notbremsautomatik Ihres Fahrzeugs wurde mit zusätzlichen Szenarien erweitert. Ja, wie ich schon sagte, das sind so bestimmte Szenarien, die wahrscheinlich so noch nicht berücksichtigt wurden und die sind jetzt damit drin. Die Notbremsautomatik ist beim Starten des Fahrzeugs standardmäßig aktiviert. Ja, so, das Softwarepaket ist da. Es ist installiert worden, 2024.26.8. Und wie ich schon sagte, Verbesserungen der automatischen Notbremsung sind jetzt enthalten. Und die 26.7 wird hier gar nicht aufgeführt und die beinhaltete ja die beiden anderen Dinge, Autopilot-Verbesserung und dort eine Kamera irgendwie nicht frei verfügbar ist, also verdeckt ist, verdreckt oder so, dann wird man in dem Augenblick den Autopiloten gar nicht benutzen können. Ja gut, so, jetzt wollen wir mal schauen, also wie gesagt, denn sonst gibt es keine sichtbaren Änderungen. Und es ist auch nicht viel bekannt geworden und deswegen schauen wir uns jetzt nochmal den Juniper Model Y, Projektname Juniper, auf dem Computer an. Ja, und nochmal ein kurzer, schneller Blick auf letzte News rund um Tesla. Und zwar das Update der Tesla App enthüllt die Details zu Smart Summon, also das intelligente Zurückrufen, Herbeirufen und erweitert das Empfehlungsprogramm in Kanada. Dort wird es das Empfehlungsprogramm in gleicher Art und Weise geben wie in den USA. Bei uns in Europa ist es noch nicht angekommen, aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass das auch bald bei uns zur Verfügung stehen wird. Der zweite Punkt hier, Tesla China gibt Details zu Juniper durch. FSD China ist angeblich auf Eis gelegt. Das schauen wir uns mal an und zwar direkt auf der chinesischen entsprechenden Seite. Und wie ihr sehen könnt, können wir nichts lesen so. Also ich denke, dass die meisten von euch, genau wie ich, hier nichts lesen können. Aber Chrome bietet sogar eine Übersetzung für Chinesisch an. Und die Übersetzungen sind ziemlich gut. Nicht ganz so gut, als wenn es aus dem Englischen kommt, aber brauchbar. So, hier steht erstmal so ein bisschen
bla bla, Text über das Model Y, meistverkauftes Modell und so weiter und so fort. Und dann heißt es im dritten Abschnitt, es wird erwartet, dass der Umfang der Änderungen an der aktualisierten Version des Model Y dem der aktualisierten Version des Model 3 ähnelt. Ja, sicher. Also alle Bilder, die bislang bekannt geworden sind und Enthüllungen sehen schon so aus, dass die ganze Frontpartie eben halt entsprechend angepasst wird. Neue Scheinwerfer, neue Schürze, aber auch das Heck bekommt neue Rückleuchten und die entsprechenden Änderungen auch im Innenraum, die ja schon reichweitend beschrieben und gezeigt wurden. Dann aber im letzten Satz, die Hardware für autonomes Fahren und die Batteriekapazität wird ebenfalls angepasst. Was soll das heißen? Welche Richtung? Größere Batterien oder eine andere Chemie und mehr Leistung dadurch oder mehr Kapazität oder vielleicht sogar eine kleinere Batterie, die gleich viel Reichweite garantiert. Man weiß es nicht. Also einfach größer machen ist mir da an der Stelle eigentlich etwas zu einfach. Also ich denke, der Fortschritt der Batterietechnologien geht immer weiter. Und vielleicht gibt es da ja bald kleinere Batterien mit genau dem gleichen Leistungsumfang. Dann sehr interessant ist eigentlich auch, dass hier dort eine Siebensitzer-Version des Model Y wird auf Basis der aktualisierten Version des Model Y angepasst. Derzeit liegen keine Konfigurationsdetails vor. In Anlehnung an das aktuelle Siebensitzer-Modell in den USA wird es ein 2-3-2, 3-Reihen-Layout haben. Klar, andere Möglichkeiten gäbe es, gibt es eigentlich nicht. Es sei denn, man entscheidet sich für einen Sechssitzer, dann wären es halt 2-2-2, wie ähnlich wie in dem Model X. Dort gibt es ja diese Version auch, aber beim Model Y kann ich mir das eigentlich eher nicht vorstellen. Darüber hinaus zeigen Informationen aus der Lieferkette, dass Tesla auch eine kompakte Fließheckversion des Model Y vorbereitet. Ja, es gab schon vor einem Jahr oder so, oder noch länger vielleicht sogar her, als es um die Frage ging, wie soll denn ein Model 2 aussehen? Da gab es eine Theorie, dass man eben halt ein kompakteres Model Y baut im Prinzip. Nicht so lang, nicht so breit, nicht so hoch. Aber mit der gleichen großen Heckklappe, die dann vielleicht noch mehr nach einem Fließheck aussieht, wäre denkbar. Und hier steht weiter die Voraussetzung, die im Jahr 25 auf den Markt kommt, im dritten Quartal für die Massenproduktion bereit ist und im Jahr 26 ausgeliefert werden soll. Das ist starker Tobak, der hier so verkündet wird. Ob das wirklich so stattfinden wird, weiß ich nicht, aber wäre schon interessant. Es wurde ursprünglich auf Basis der nächsten Generation von Teslas Modellplattform hergestellt, basiert nun aber auf dem Model Y. Ja, Bestätigung dazu gab es von Tesla China wohl noch nicht, wie hier steht. Und das muss man einfach mal abwarten. Aber ich könnte mir gut vorstellen, ein kompakteres Model Y mit den gleichen Vorzügen im Gegensatz zum Model 3 wäre sicherlich möglich. Hier steht dann noch die 4, für die 7-Sitzer-Version ist eine Optionsgebühr, also ein Aufpreis von 3.500 US-Dollar, ca. 25.000 Yuan erforderlich. Ja, und dann gibt es hier unten auch nochmal ein Bild dazu. Diese Grafik kann ich leider nicht beschreiben, was das ist. Hier sieht man nämlich jetzt tatsächlich auch ein Bild, wobei ich glaube, das ist genau das gleiche Bild wie auch auf Tesla.com auf der amerikanischen Seite. Das habe ich hier schon mal vorbereitet, das rufe ich jetzt mal auf. Hier sieht man eigentlich, ja, es ist genau das gleiche Bild. Also es soll angeblich im Detail, kann es hier einige Unterschiede geben zwischen der US- und der chinesischen Version und der womöglich späteren europäischen Version. Das darf man ja nicht vergessen. Die ersten Model Y Juniper könnten ja theoretisch auch aus China kommen, bevor sie eben halt in Deutschland auch produziert werden. Das ist natürlich auch immer so eine Option und das darf man nicht vergessen. Deswegen stelle ich das hier überhaupt auch vor, weil ich schon damit rechne, dass Teil der neuen Model Ys eben halt auch direkt aus China kommen werden.
Ja, das finde ich schon mal ziemlich viele News, viele interessante Punkte, die dort aufgeführt werden. Und Tesla hofft, dass dieses Auto seinen Wettbewerbsrückgang auf dem chinesischen Markt umkehren kann. Einer Quelle aus der Lieferkette zufolge hat Tesla seinen Zulieferern eine Verkaufsprognose von etwa 20.000 Einheiten pro Monat für das siebensitzige Model Y gegeben. Das ist natürlich schon eine Menge, nur für diese eine Version. So, was steht hier noch mehr drin? Ach ja, seitdem hat Tesla seine Ressourcen im FSD-Roboter umgewandelt. Hier fehlt noch irgendwo der Satz, dass eben halt das FSD auf Eis gelegt worden ist. Und jetzt bleiben die Fortschritte von FSD in China hinter den Erwartungen von Tesla zurück. Tesla-nahe Personen sagten, dass Tesla ursprünglich geplant hatte, im September diesen Jahres einen kleinen internen FSD-Test in China zu starten. Der Zeitpunkt für diesen Test jedoch verschoben wurde. Okay, ja, das als Verschiebung, also auf nur der Tesla-App hört sich das ein bisschen dramatischer an, wenn man sagt, FSD China ist auf Eis gelegt und hier steht, es ist eben halt verschoben. Gut, okay, so dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, ich konnte einige Informationen geben und wir warten natürlich gemeinsam auf das nächstgrößere Software-Update 2024-32. Bis dahin sage ich Tschüss und habt ein schönes Wochenende. Bis bald, euer eFrog. Bis dann, ciao, ciao.